So eine kleine Note ist dabei, Vanillepudding. Ja, aber das Stärkste ist, wenn man wirklich drückt, so und richtig mal einzieht. Oh, Rumgeschmack. Hm. Hallo Dampferfreunde, ja, heute habe ich wieder einen schon probiert. Und zwar geht es, wie ihr schon lesen könnt, um The Barber Drunken Pudding. Ich habe die, wie gesagt, bei unseren Jungs da gekauft, also bei meinen Jungs, wo ich immer Sachen meistens kaufe, und habe mir einfach das Gesicht der Flasche schon interessant gefunden. Und da habe ich überlegt, The Barber Drunken Pudding, was ist Drunken Pudding? Ja, und das habe ich mir natürlich überlegt und habe gedacht, kauf sie dir mal. Habe ich auch getan und habe das schon aufgefüllt. Die Reifezeit ist hier von 5 bis 7 Tage. Und wer steckt jetzt nun mal hinter dem The Barber? Da steckt Krabgas hinter. Und zwar die auch, wie gesagt, die Origami gemacht haben, die ich euch schon vorgestellt habe. Also brauche ich über die Firma ja generell nichts mehr vorzustellen. Aber wir wissen, dass diese Firma unheimlich leckere und super wie Liquids macht. Und The Barber ist deswegen Drunken Pudding. Ja, wieso Drunken Pudding? Pudding ist ja klar, der Name sagt es ja schon, ne, dass da wirklich etwas mit Pudding drin sind, aber Drunken ist ja nichts anderes wie eigentlich trinken oder eben besoffen sein. Also so habe ich das Gefühl auch, ne? Also könnte ja mit was besoffen zu tun sein. Ja, und das ist auch richtig so. Hier ist tatsächlich einen sanften Vanillepudding mit einem kleinen, sanften, hochprozentigen Rum drin sein soll. Natürlich jetzt nicht so, dass jetzt auch wirklich davon besoffen wird. Nein, das ist natürlich nicht der Fall. Aber es soll so schmecken. Und dann werden wir jetzt erstmal den Riechtest machen und mal schauen, was er natürlich so riecht. Oha, also, wenn man ziemlich stark den Geruch beim Drücken in die Nase zieht, da kommt tatsächlich der Rum voll in die Nase. Also, da wird man ja schon besoffen, wenn man riecht. Toll. Nein. Aber also so einen richtig süßlichen Rum, also das ist ja, riecht ja wirklich gut. Man riecht die Vanille eigentlich gar nicht so richtig raus. Also ich nicht so. Schön leckeren, süßen Rum. Na, also, mal gucken wir, ob wir jetzt mit dem Lecktest machen. Ich tue jetzt mal ein bisschen drauf. Oh. Sehr, sehr, sehr angenehm. Nicht bitter, nicht zu stark süß. Es ist natürlich süß, ja klar. Aber nicht, dass ich so knallen darf. Bumm. Nein. Hier ist tatsächlich der Vanille zu spüren, aber auch gleichzeitig der Rum. Also hier ist wirklich beides. Ich muss da, glaube ich, nochmal probieren. Ich weiß, wenn ich so oft das mache, vielleicht trinke ich dann nachher zu viel. Und bin ich doch vielleicht besoffen. Nein, aber ja, man schmeckt die Vanille, aber dann kommt der Rum. Es ist nicht so ein, das ist wirklich so ein süßer Rum. Also richtig süßer, leckerer Rum. Ich habe schon rumgetrunken, ja, süß war da auch, nur jetzt nicht so süß. Klar, es macht die Vanille, denke ich mal, hier aus. Und das muss ich sagen, ist unheimlich lecker, auch schon, wenn man so nimmt oder riecht. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, das mal hier in dem Dead Rabbit Air Tank, den ich vor ein paar Tagen euch erst gezeigt habe, habe ich jetzt hier reingefüllt und da es ja auch ein Mesh-Verdampfer ist, ich wollte jetzt nicht meinen Profile nehmen, den ich ja normalerweise sonst übernehme, da es aber hier auch ein Mesh-Dampfer ist, habe ich gedacht, tust du ihm da rein. Und wir wissen ja, der war ja unheimlich gut. Entschuldigung, ich muss ein bisschen boosten, damit der Dampf nicht darüber kommt. Also, nochmal. Also den Vanillepudding schmeckt man.
Der ist auch garbisch. Jetzt nicht überdezent. Das heißt, der ist richtig smooth. Dieser Vanille ist richtig smooth. Und dazwischen ist eben noch der Rum. Ich weiß nicht, ob das eine Kombination von Rum mit Vanille gibt. So auch zum Trinken. Ich weiß es nicht. Aber man schmeckt nicht jetzt den Pudding, sondern mehr die Vanilleschote. Der Pudding ist etwas leichter dahinter, aber er nimmt irgendwie das Cremige mit sich. Also er bringt dieses cremige Geschmack mit sich, der entschiassend, wie gesagt, dann noch mit Vanilleschote und Rum ist. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade mal kurz ein bisschen kurz weggetreten war. Ich hatte jetzt gerade eine Idee, ob ich das mal machen werde. Ich weiß es noch nicht. Ich habe vielleicht in der Zukunft was vor, wo ich meine Tochter mit in Betracht ziehen werde. Vielleicht können wir es ja da mal machen. Er denkt jetzt, was schwebt ihm jetzt was vor? Ganz einfach, ein Vanillepudding mit Schuss Rum rein. Mal so essen. Nein. Das wäre doch geil. Das fällt mir jetzt gerade ein. So einen richtigen schönen Vanillepudding oder so einen richtigen leckeren Fla mit so einem Schuss Rum da drin. Mal richtig selber essen. Also nicht nur jetzt hier als Liquid, sondern noch tatsächlich mal essen. Das muss ich mir merken. Das muss ich mir mal reintun. Das wäre doch geil. Doch. Das wäre nicht. Meine Tochter sagt zwar jetzt nein, aber doch. Ich glaube, das wäre jetzt mal in der Zukunft mal zu überlegen, was ich da machen werde. Doch. Also, das werde ich mal gucken. Das schmeckt irgendwie nämlich richtig gut. Das wäre wirklich richtig geil. Entschuldigung, das Wort darf man ja gar nicht sagen, glaube ich. Geil. Aber gut, geh. Schmeckt richtig geh. Richtig lecker. Doch. Also, so wie das Gesicht war, erstmal so grimmig, ja, und sein Barber, ja gut, Barber, wir wissen jetzt selber, The Barber ist ja eigentlich nur ein Rass, ne, einer, der rasieren tut, ja, und das Gesicht sah aber irgendwie so, ja, so, ne, was könnte das sein, aus, aber ich muss sagen, sehr, sehr lecker. Also, da habe ich mir gedacht, Pudding mal anders zu schmecken. So habe ich noch einen Pudding noch nie geschmeckt, geschweige gegessen. Wäre nochmal, wie gesagt, eine Idee wert. Ja, ich würde sagen, wenn ihr sowas drauf steht, besorgt euch das. Ich finde es lecker. Und da würde ich sagen, das war es. Und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich wieder etwas vorstelle. Und bis dahin, gut Dampf. Und trink nicht so viel. Tschüss.